Hier ist wieder Dan28Tube. Ich bin Dan und willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Mal zocke ich mal wieder Roblox nach einer längeren Zeit. Genauer gesagt, Roblox Superhelden Simulator oder sowas in der Art. Ja, da steht's. Superhero Life 3. Ich zocke es das übrigens schon eine längere Zeit. Und ich kann auch hier mich jetzt zwischen ein paar Superhelden entscheiden. Hier haben wir eben zum einen einen fiktiven Superhelden von mir selber gemacht. Der heißt Metro Man. Den gibt's nicht wirklich oder auch in gar keiner Geschichte. Nein. Dann eben können wir hier entscheiden Kid Danger. Aus der Serie Henry Danger. Dann hier nochmal ein von mir erfundener, unser Noob Man. Das ist leider nichts geworden. Das zählt nicht. Aber das hier, der kosmotische Superman, Superheld. Ich denke, aber ich nehme jetzt erstmal Noob Man. Es gibt auch Superkräfte, zum Beispiel alle meine Superhelden haben andere Kräfte. So zum Beispiel kann, zum Beispiel, sagen wir mal, Kid Danger zum Beispiel hat halt seine Hypermobilität und halt auch jetzt diese so Strahler wie solche Noob Man. So, Noob Man hingegen kann fliegen. Hat eine eingebaute Enterhakenpistole, so wie Spider-Man zurzeit. Ich muss sagen, eines Tages gebe ich ihm wahrscheinlich Unsichtbarkeit. So. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich, okay. Ja, man kann hier auch gegen das Böse kämpfen. Und zwar ist es so, hier steht normalerweise eine Raffinerie. Die Bösen können die Raffinerie kaputt machen und ja. Und hier ist halt immer so eine Zombie-Apokalypse. Jedoch, warum ich zum Beispiel jetzt jemanden wie Noob Man ausgewählt habe und nicht zum Beispiel einen Helden wie zum Beispiel Danger oder sowas, ist ganz einfach. Bisher habe ich es noch nicht großartig geschafft, irgendjemanden zu retten. Ebenso richtig noob-mäßig. So, aber was kann ich denn eigentlich noch? Ja, zum Beispiel, wie alle echten Superhelden, habe auch ich dort eine geheime, eine Identität, eine wahre Identität. Und das ist, und das bin ich. Also nicht ich, sondern das bin halt ich dort. Letzt gab es natürlich einen echt beschissenen Moment. Da hat solche, ja, ihr müsst wissen, ich zocke das jetzt schon längere Zeit. So kam ich auch auf die Idee, das jetzt zu machen. Jedenfalls, letzt ist es nämlich mal passiert, dass ich, eben als der unterwegs war. Im Übrigen, damit du weißt, wer das ist, sage ich es einfach mal Hi. Und hier sieht ihr, mein Charakter heißt, das hat mein Namensgenerator so entschieden. Alle Namen oder so mache ich durch den Namensgenerator. Und der hat dann eben Marco ausgesucht. Zuerst hieß der Charakter dort Ron. Dann dachte ich mir aber, ich nehme einen anderen Namen. Und dann habe ich eben das nächstbeste eben genommen und das war Marco. Weil davor kamen dann immer so ganz komische Namen, also nicht so typische oder so. Okay, jedenfalls zurück. Unter dieser Identität hing ich halt mal so an den Gebäuden und dann kam noch so ein Bösewicht und hat gesagt, du bist Noob Man. Ich so, was? Und dann so, du bist Noob Man.
Und nicht so, nein, 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 ich bin Ron. Damals hatte ich halt noch, hieß ich noch nicht so wie jetzt, sondern eben hatte ich noch einen anderen Namen. Und das war dann so scheiße. Danach habe ich halt aus Spaß dann die Uniform geändert, dass ich halt eben erstmal nicht Noob Man bin, sondern ich habe mich dann so Run Man genannt, um halt so dann meine Deckung zu retten. Es hat übrigens nicht geklappt, weil oben im Chat stand dann immer noch dran dann Noob Man. Und da dachte ich mir so, scheiße. Wo ist denn das Böse, wenn man es mal bekämpfen möchte? An sich ist das hier übrigens es ist eine Art Roleplay. Allerdings muss man für seine Superkräfte hier so Credits zahlen, die man so im Spiel selber bekommt, also an sich kostenlos. Nur wenn man sie sofort möchte, kostet es halt eben Robux. Habe ich leider noch gar keine. Auf meinem alten Account hatte ich echt viele Robux. 14. Für mich ist das viel, wenn man bedenkt, dass ich 0 gerade habe. Gerade. Mit dem anderen Account gebe ich wahrscheinlich alle meine Robux her. Darunter auch an meinem jetzigen Account. Früher hieß ich auf Roblox The Dan Tuber. So wie halt auf YouTube, weil ich mich so immer identifiziere. Mittlerweile nenne ich mich Dan218, beziehungsweise in Roblox aufgrund der blöden Zensur 2L8. Aber ist auch okay. So kann niemand sagen, hey, ich bin Dan218 oder so ein Scheiß. Muss er wissen, ich hasse es, wenn man zu mir sagt, Dan 218. Mag ich nicht. Oder wenn man sagt, Dan 218 oder Dan 218 oder sowas. Nein. Alter, hier ist gerade so wenig los. So, jetzt bin ich in meiner Wohnung und verwandle mich jetzt in Noob Man. Ich verwandle mich nur noch an versteckten Stellen zu Noob Man. Aus Fehlern lernt man. Hey. Verdammt. Schon besser. Ha klar, jetzt denken alle, ich wohne hier. Tue ich aber nicht. Ja, an sich ist es ja echt egal, wo man im Gebäude lebt. Weil, ja. Alle leben in diesem Gebäude. Es gibt nur das Gebäude. Ja, aber toll. Jetzt gerade ist überhaupt nichts los. Wo sind denn bloß die ganzen Schurken? Aber auf jeden Fall gab es da echt schon die krassesten Fälle. Ja, zum Beispiel,
Letzt war ich auf einem Server, wo sie zu mir gesagt haben, ich bin Bösewicht und so. Aber dabei bin ich auch ein Bösewicht. Ach, das ist auch ein, okay, das ist ein Held. Helden oder Schurken kann man daran an der Farbe erkennen, die beim Namen angezeigt wird. Weil es ist zum Beispiel so, die Schurken haben die Farbe Rot, die Helden die Farbe Blau. Und bei Schurken steht dann immer deren Name Rot dran. Schwierig wird es halt nur, wenn sie gerade ihre wahre Identität haben, also eben als eine normale Person. Dann nämlich steht's weiß dran. Bei allen. Okay, ist auch logisch, damit man nicht gleich erkennen kann, dass es ein Superheld oder ein Superschurke ist oder sowas. Hier hat man jetzt einen Superhelden. Auch ist es übrigens so, Superhelden können gegenseitig sich nicht töten. Zum Beispiel, ich habe jetzt auf ihn geschossen, aber nichts passierte. Und hier habe ich auch einen Eisstrahl. Sorry. Nein. Das. Ja, ich bin auch ein Held. Ich wollte gerade nur meine Kräfte ausprobieren, damit ich sie auch mal zeigen kann. Aber ey, hier ist echt nichts los. Also letztes war ich auf Servern, die waren echt voll. An sich ist es halt scheiße, weil ich halt immer nur 10 Minuten Videos mache. Damit ich als erstes nicht schneiden muss. Weil ich halte davon nichts. Alle sagen immer so, um deine Videos zu verbessern, musst du schneiden, schneiden, schneiden. Oder auch cutten. Ist aber dasselbe. Cutten, schneiden ist dasselbe Wort eigentlich. Nur halt englische Übersetzung. Aber manche sagen eben, ja, du musst cutten. Ja, du musst schneiden. Ja, du musst deine Videos schneiden und so. Und ich sage immer so, nee, als erstes, ich habe kein Programm. Zweitens, warum? Ich halte nichts von Schneiden. Dann haben mir auch eben alle gesagt, ja, damit sie nicht so lang werden. Dann habe ich halt gesagt, ja, meine Videos sind eh nicht so lang. Dann habe ich so gesagt, wie lang sollten sie denn höchstens sein? Dann wurde mir mal gesagt, 10 Minuten. Und ich so, hä, ich nehme eh nur 10 Minuten auf. Also da bringt Schneiden ja echt gar nichts. Oh. So. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist okay, das ist ein Schurke. Hey! Guck, das ist solch ein Schurke. Du hast übrigens deine Identität verraten, du Fischkopf. Ich weiß jetzt, wer du bist. Drrr. Hey! Oh mein Gott! Ja, ich bin nicht gerade wirklich so der gute Held, ich weiß. Ja, toll. Ich kenne deine wahre Identität. Oh mein Gott, noch mehr Schurken, Alter. Was ist das hier? Ein Schurkentreff oder was? Haha, ich habe das Velo City Schurkentreffen gefunden oder was? Ja. Ja, ihr müsst wissen, die Stadt, die dort ist, heißt Velo. Oh mein Gott, der kann sich unsichtbar machen. Also die Stadt, die dort ist, heißt Waylaw City. Allerdings manchmal falsch übersetzt an sich. Also schlecht übersetzt. Weil zum Beispiel hier steht eben Tapferstadt Kaufhaus. Also nee, die Übersetzung ist schon gut, weil Waylaw heißt Tapferkeit. Nur halt eben dort steht Tapferstadt. Dort aber steht Velo City. Und deshalb, ich verstehe das nicht. Auf der einen Seite steht Tapferstadt, auf der anderen Seite steht Velo City. Das macht überhaupt keinen Sinn. Entweder nennt man das Velo City oder Tapferstadt. Ich bin übrigens für Velo City, weil es einfach cooler klingt.
Hey. Hä? Ist der See zugeeist? Ja, der ist zugeeist. Krass. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Okay, das kann ich nicht zufrieren. Aber krass, dass da einfach mal ach so, der ist gar nicht so vom Eisstrahl zugefroren. Da ist gerade einfach Winter. Ich verstehe. Ha! Das heißt, die ist halt einfach eingefroren, weil sie dort wahrscheinlich noch war, als Sommer war. Und jemand hat die Jahreszeit umgestellt und zack, ist sie da drin gefangen. Was für ein Opfer! Okay, die ist in meinem Team. Ehrlich gesagt, dass gar nichts passiert. Das sind voll viele Schurken und keiner macht was. Ist doch echt eine Schande. Die ganze Zeit, da haben sie immer irgendwas halt gemacht. Und jetzt ist Stille. Ja, nichts passiert. Finde ich echt scheiße, weil ich jetzt demnächst das Video schon wieder aufhören muss. Es sind jetzt schon 20 Minuten, in denen ich eigentlich nur rumfliege. Eigentlich wäre somit das Video gar nichts wert. Aber ich habe gesagt, ja, ich mache jetzt ein Gaming-Video und ja. Ja, es ist halt eigentlich so, ich habe langsam eher weniger Bock auf eigentlich Gaming-Videos zu machen, weil es eigentlich immer dasselbe langsam wurde. Immer halt entweder ja, das neueste GTA 5 Just for Fun-Video. Oder halt Roblox, das neueste Roblox-Video und sowas. Und das wurde einfach irgendwann für mich selbst einfach, ja. Weshalb ich übrigens auch mittlerweile angefangen habe, Memes zu machen. Anfangs auch echt gut und so, aber mittlerweile hab ich halt gesagt, ja, ich brauche ein bisschen Unterstützung von ein paar Kumpels plus den Zuschauern. Nichts kam. Ich habe halt in einem Video einen Link zu einer WhatsApp-Gruppe reingemacht, wo man dann reingehen kann und mir Memes schicken kann, damit ich es weitermachen konnte. Hat keiner gemacht. Ja. Tja, und dafür kommt jetzt halt eben ein nicht erfolgreiches, mal wieder ein nicht erfolgreiches Gaming-Video. Also, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann könnt ihr diesen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, um kein neues Video zu verpassen. Achtung, ich habe aber noch was zu sagen. Wenn ihr wollt, dass ich das nächste Mal vielleicht nochmal das spiele, nur vielleicht mit einem anderen Superhelden, dann könnt ihr das jetzt kommentieren. Wenn ihr zum Beispiel wollt, dass ich nicht mehr weitermache, dann sagt, hört damit auf. Also dann weiß ich halt, dass ich
das nicht mehr machen soll. Wenn doch, dann könnt ihr eben sagen, macht es weiter. Plus eben, wenn ihr wollt, dass ich zum Beispiel jetzt weiter als Noobman spiele, dann könnt ihr Noobman in die Kommentare eingeben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wollt, dass ich euch jetzt als nächstes mal Kid Danger spiele, dann könnt ihr auch Kid Danger in die Kommentare schreiben. Oder ja, jedenfalls. Bis zum nächsten Mal.